Passage 1, Passage 2 und jetzt stelle ich mal kurz einen Teil der Band vor und den anderen Teil dann später. Am Tenorsaxophon Markus Ehrlich. Am Piano Johannes Billig. Und daneben am Kontrabass Georg Bomhardt. Und da hinten, versteckt, aber gut zu hören, der fantastische Zacharias Genderline. Dessen Outfit, finde ich, eigentlich die totale Pool-Position verdient hätte. Wir spielen jetzt Passage 3. Das ist eigentlich gar kein auskomponiertes Stück, sondern es ist nur eine Melodiezeile, die von den 10 Herren, kann man sagen, interpretiert und ausgestaltet wird. Ich wünsche viel Vergnügen. Thank you.
Steffen Dix am Tenorsaxophon. Peter Hedrich an der Posaune. Heiko von Roth an der Bassklarinette. Und am Schlagzeug Thomas Wörle. Passagen sind ja heutzutage so Kaufhäuser, wo man so durchrennt und dann so Weihnachtskugeln kauft. Aber eigentlich sind Passagen mal was ganz Tolles gewesen. In Italien kann man das noch so ein bisschen nachempfinden in manchen Regionen. Das sind ein bisschen verwunschene Orte, wo man reingeht. Im besten Fall ist noch nicht alles saniert und man kann sich aufhalten, Gedanken fassen, drinbleiben, wieder rausgehen, Espresso trinken oder nicht. So, glaube ich, habe ich mir das gedacht, als ich das geschrieben habe, vielleicht. Habe ich mir nachhinein überlegt. jetzt kommen noch zwei Passagen. Die Passage 5 ist aus aktuellem Anlass Ack van Rooyen gewidmet. Mit Ack van Rooyen haben wir eine Arbeitsphase gehabt 2014. Und er ist ja jetzt leider verstorben mit 92 und hat bis dahin auch gespielt. Er hat über 80 war mit uns gespielt. Es war ein großes Erlebnis für uns. Wir haben im Laboratorium gespielt in Stuttgart und auf der Schwäbischen Alb in so einem verwunschenen Bauernhof, wo er auch übernachtet hat und mit uns, also irgendwie ist uns das hängen geblieben und vielleicht ist die Passage 5 auch ein bisschen in Memoriam damals geschrieben worden. Jetzt würde der Confortier sagen, hören Sie selbst. Johannes Stange an dem Flügelhorn.
Johannes Lange. Wir kommen zum letzten Stück vor der Pause. Dieses Stück habe ich im März 2020 zu unserer Aufnahmesession mitgebracht. Da haben wir es dann geprobt und auch gleich aufgenommen. Diese CD, wo all diese Stücke drauf sind, die habe ich auch dabei. Sprechen Sie mich an. Und das war eine Überraschung für mich, dieses Stück zu schreiben und dann gleich im Studio zu hören und aus meiner Sicht zu hören, dass es tatsächlich auch funktioniert. Was an dieser tollen, an diesem tollen Orchester liegt, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr da seid heute und das spielt und ich wünsche viel Vergnügen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Steffen Dix, Markus Ehrlich, Johannes Stange, Peter Hedrich, Heiko von Roth, Johannes Billig, Georg Bumhardt, Thomas Wörle und Zacharias Chenderlein, das Abstraktorchester. Vielen Dank.